Seit wir hier sitzen, bist du eine halbe Stunde näher an deinem Grab. Du musst dich freiwillig in einem Hospiz oder auf einer Krankenhausstation melden, wo Menschen sterben. Im letzten Moment, wenn er kommt, wenn sie sterben, sind sie einfach nur fassungslos. Meine Frage ist, angenommen, die Menschheit schafft es, diese sehr turbulente Phase, in der wir uns gerade befinden, zu überwinden, was würden wir dann tun, wenn wir eine ideale Gesellschaft erreichen, in der alle friedlich und gemeinsam leben? Was würde unser Endspiel sein? Was würden wir anstreben? Gibt es ein Abkommen zwischen dir und diesen Typen? Sieh es mal so. Denn du kannst dir nicht wirklich vorstellen, was all diese Leute wollen. Sieh dich an. Im Moment denkst du, du willst Ingenieur werden. Sagen wir, ich mache dich in diesem Moment zum Ingenieur. Dann denkst du, du brauchst einen Job, ich habe deinen Job. Dann denkst du, du brauchst eine Beförderung, ich habe sie für dich. Dann denkst du, du brauchst eine Auszeichnung, ich habe sie für dich. Dann denkst du, du brauchst Reichtum, ich habe ihn für dich jetzt sofort. Alles, wovon du träumen kannst, ich habe es für dich jetzt sofort. Was willst du jetzt? Ich kann das für dich tun. Sagen wir, ich will einen Job. Ich strebe im Moment nach einem Job. Jetzt sehen wir uns das Endspiel an, richtig? Du hast alles, was du im Moment willst. Dinge, die du dir vorstellen kannst, Dinge, die du dir im Moment nicht vorstellen kannst, alles hast du jetzt sofort. Was willst du im Moment? Ich wüsste nicht, was ich tun sollte. Schau es dir einfach an. Wenn du das sagst, bedeutet das, alles, was du in deinem Leben willst, was du suchst, ist Kampf. Um einen Job zu bekommen, muss es 3 Jahre dauern und dann fühlst du dich, wow, ich habe einen Job. Sieh dir all die Menschen an, die gute Jobs haben. Sieh dir an, wie sie auf der Straße gehen. Gehen sie glückselig, triefend vor Ekstase? Hallo? Elende Typen, sie kriegen Blutdruck, während sie zur Arbeit gehen. Sie bekommen alle möglichen Beschwerden, sie flippen aus. Ja? Was willst du also? Ist ein Mädchen hier? Was willst du? Weiß nicht mehr. Das ist gut. Ich weiß es nicht. Das gefällt mir. Denn eigentlich weißt du es nicht. Jeder macht sich bei jedem Schritt in seinem Leben etwas vor und denkt, ich will Ingenieur werden, ich will Ingenieur werden. Das wird dich 5, 7 Jahre lang beschäftigen. Dann, ich will Arbeit, Arbeit, das hält dich weitere 1, 2 Jahre lang beschäftigt. Dann, ich will diese Art von Arbeit, jene Art von Arbeit, das hält dich für weitere 8 bis 10 Jahre beschäftigt. Ich will so viel Geld, so viel Reichtum, das hält dich für weitere 25 Jahre beschäftigt. Ich möchte diese Art von Mädchen, jene Art von Mädchen, diese Art von Junge, das hält dich für ein paar Jahre beschäftigt. Dann werden Kinder kommen. Ich will, dass mein Kind dies, dies, dies wird. Nun, wir bereiten uns auf seine Beerdigung vor. Du musst verstehen. Du musst nur das verstehen. Im Moment magst du deinem Leben vielleicht alle möglichen Kontexte geben. Aber im Grunde genommen ist das, was du im Moment als mein Leben bezeichnest, nur eine bestimmte Kombination von Zeit und Energie. Ja? Während du hier sitzt, läuft für uns alle die Zeit davon. Kannst du sie zurückdrehen? Du bist ein Ingenieur. Kannst du sie zurückdrehen? Gestern war nicht erfolgreich, also werde ich sie zurückdrehen. Kannst du? Sie läuft für uns alle davon. Während wir hier sitzen, ist das, was tickt, nicht die Uhr. Was da tickt, ist unser Leben, nicht wahr?
Seit wir hier sitzen, bist du eine halbe Stunde näher an deinem Grab. Es spielt keine Rolle, wie jung du bist. Du kommst dahin, nicht wahr? Ja oder nein? Es ist also eine gewisse Zeitspanne. Und diese Zeit, niemand kann sie managen, weil sie für alle im gleichen Tempo läuft. Du tust etwas, du tust gar nichts, du schläfst, du bist wach, du bist glücklich, du bist unglücklich, mach was zur Hölle du willst, sie läuft einfach gnadenlos weiter, nicht wahr? Es gibt also Energie, die du als Leben bezeichnest. Diese kannst du auf verschiedenen Ebenen schwingen lassen. Wenn du so bist... Ich spreche vom Ausdruck im Klassenzimmer, weißt du? Wenn du so bist, fühlen sich 24 Stunden wie 1000 Jahre an. Aber hast du das beobachtet? An einem bestimmten Tag warst du sehr glücklich. 24 Stunden, puff, sind wie ein Augenblick verflogen. Ja oder nein? Zeit ist also eine sehr relative Erfahrung in individuellen, subjektiven Erfahrungen. Wenn du freudvoll bist, wenn du 100 Jahre lebst, fühlt es sich wie ein paar Momente an, es ist vorbei. Nur unglückliche Menschen werden ein langes Leben haben. Denn wenn du unglücklich bist, wirst du immer das Gefühl haben, dass das Leben zu lang ist, dass du es abkürzen willst. Aber wenn du freudvoll bist, die Möglichkeit, die ein Mensch hat, bevor du dich umsiehst, ist es vorbei. Wirklich. Welche Möglichkeiten sich daraus ergeben? Was du also managen musst, sind deine Energien. Denn Leben ist eine bestimmte Menge an Energie. Es ist nicht grenzenlos, aber es kann erweitert werden. Wenn du auf einem bestimmten Energieniveau funktionierst, was du in 10 Jahren tust, wenn du auf einem anderen Energieniveau funktionierst, kannst du dasselbe in einem Jahr tun. Wenn also beide Menschen 100 Jahre leben, in Bezug auf Wirkung und Tiefe der Erfahrung, hat der eine 1000 Jahre gelebt, der andere 100 elende Jahre. Das ist also alles, was du tun kannst. Jetzt denkst du vielleicht daran, dieses und jenes zu organisieren. All dies sind begrenzte Kontexte, die du dir selbst setzt. Grundsätzlich als ein Leben ist es nur Zeit und Energie, nicht wahr? Die Frage ist, was du daraus machst. Willst du etwas daraus machen? Es gibt keinen Zwang, dass du etwas daraus machen musst. Wenn ich sage, etwas daraus machen, dann ist es kein soziales Phänomen, wovon ich spreche. Was du in der Gesellschaft werden sollst, davon spreche ich nicht. Grundsätzlich... Wieso du in Bezug auf das Leben hierher gekommen bist, ist, weil du das Leben erfahren willst. Die Frage ist, wie tiefgreifend? Im Moment, wenn die Menschen das Leben erfahren wollen, womit experimentieren sie dann? Sie werden experimentieren, nicht dies, dies. Ja, ja, ich weiß, ich kenne euch Typen. Oder sie experimentieren dies. Oder sie experimentieren etwas anderes. Was sie experimentieren werden, ist, wie man seine Fähigkeiten herunterfahren kann. Weißt du, die Vereinigten Staaten haben Marihuana in einigen wenigen Staaten legalisiert. Als ich also in ein paar Colleges oder Universitäten ging, fragen sie mich, Sadhguru, warum machst du keinen Pitch? Jemand wie du muss Marihuana für uns legalisieren. Ich sagte, kein Problem, wir machen Marihuana legal, Kokain legal, Meth legal. Was ist das Problem? Kein Problem. Die Frage ist nur, warum willst du, dass es legal ist? So dass du kiffen kannst und zum College kommst, richtig? Es ist in Ordnung. Aber nehmen wir an, du willst ein kleines Flugzeug fliegen. Der Pilot kommt bekifft. Willst du mit ihm fliegen? Denn der Typ fliegt schon ohne Flugzeug. Okay, ihr versteht den Punkt nicht. Du brauchst eine größere Operation und der Chirurg kommt bekifft.
Willst du die Operation? Oh nein. Dann ist dir klar, dass dies deine Fähigkeiten herabsetzt. Ich möchte, dass ihr euch das alle anseht. Glaubst du, du kannst das Leben verbessern, indem du deine Fähigkeiten herabsetzt? Hallo? Wenn du dieses Leben verbessern willst, musst du deine Fähigkeiten extrem verbessern. Das ist der einzige und einzige Weg, wie du dieses Leben verbessern kannst. Du kannst deine Fähigkeiten nicht herabsetzen und denken, dein Leben wird verbessert. Was ist das für eine Dummheit? Ganz einfach, weil es dich ein wenig so macht. Ich kann dafür sorgen, dass du dich die ganze Zeit so fühlst. Wie ist das? Keine Substanz. Ich bin immer so. Schau mir in die Augen, ich bin breit. Niemals eine Substanz angefasst, aber die ganze Zeit vollkommen breit. Denn ich möchte, dass du das verstehst. Die großartigste chemische Fabrik des Planeten ist hier. Wenn du ein guter Manager dessen bist, kannst du jede Erfahrung, die du willst, von innen heraus erschaffen und auch deine Fähigkeiten erhöhen. Wenn du eine Erfahrung machst, selbst um das zu erfahren, sollten deine Fähigkeiten erhöht sein, ist es nicht so? Ist dies die großartigste chemische Fabrik auf dem Planeten, die am höchsten entwickelte? Stimmst du mir zu? Gibt es hier Chemieingenieure? Ich frage also, wie verwaltest du dein System? Was hast du getan? Wir gaben dir eine so hochentwickelte Maschine. Hast du zumindest das Benutzerhandbuch gelesen? Nein. Das blind zu machen und dann denkst du, etwas in dich hineinzupumpen, wird das besser machen? Nein, glaub mir. Der einzige und einzige Weg, wie du dieses Leben verbessern kannst, ist, dass deine Fähigkeiten super hell sind. Die Art und Weise, wie du siehst, wie du hörst, wie du riechst, wie du schmeckst und wie du berührst. Wenn dies verbessert ist, ist das Leben verbessert, in vielerlei Hinsicht. Es gibt noch viel mehr. Aber ich sage, aus dem, was du weißt, aus deiner Erfahrung, angenommen, du könntest zweimal besser sehen als jemand, der neben dir sitzt, ist dein Leben verbessert? Wenn du besser schmecken könntest als andere Menschen, ist das Leben verbessert? Wenn du besser fühlen könntest, ist das Leben verbessert? Wenn du besser hören könntest, ist das Leben verbessert? Auf dieser Ebene verstehst du das, aber es gibt noch viele andere Dimensionen menschlicher Fähigkeiten. Wenn du dies verbesserst, wenn du hier sitzt, wirst du glückselig sein, einfach nur hier zu sitzen. Du würdest gar nichts anfassen wollen, denn einfach nur hier zu sitzen ist die großartigste Erfahrung deines Lebens. So, about what is the end game? Wie sieht also das Endspiel aus? Wenn du alles hättest, was würdest du wollen? Wenn du alles hättest, wovon du jemals träumen könntest, alles ist genau hier, was würdest du wollen? Du musst nachdenken, nicht wahr? Ich werde dir keine Antwort liefern. Wenn du nicht so viel Gedanken in dein Leben investierst, bedeutet das, dass du extrem kurzsichtig bist. Hallo? Dies geschah mit Gautama dem Buddha. Hast du von Gautama dem Buddha gehört? Wegen irgendeiner astrologischen Vorhersage, die sein Vater hörte, dass er entweder ein großer Herrscher oder ein großer Weiser werden würde, und er wollte, dass er ein großer Herrscher wird, er beschützte diesen Jungen, steckte ihn in einen separaten Palast, voll mit Luxus, alles, wovon du träumen kannst, alles vorhanden, hat ihn mit einer sehr hübschen Frau verheiratet, alles dabei, er sollte kein Leid sehen. Aber eines Tages ging er einfach heraus. Er sah einen alten Mann und fragte, warum ist dieser Typ so? Weißt du, sein Chauffeur oder sein Wagenlenker sagte, oh, jeder wird nach einer gewissen Zeit so. Er sagte, was, ich? Ich bin ein junger Prinz, werde ich so werden? Er sagte, ja, jeder wird so werden. Es erschütterte ihn. Dann sah er einen Mann, der an irgendeiner Art von Krankheit oder Gebrechen leidet. Er sagte, warum ist der Typ so? Er sagte, das wird vielen Menschen passieren. Wen es treffen wird, darüber gibt es keine Vorhersage. Jeder kann krank werden. Die meisten Menschen denken, dass es anderen Menschen passiert. Nein, es kann uns passieren. Hallo? Und dann sah er eine Beerdigung, einen toten Körper. Was ist das? Er sagte, das ist unvermeidlich, alle werden sterben.
Weißt du auch, dass du auch sterben wirst? Nein, weil die meisten Menschen glauben, dass andere Menschen sterben. Nein, intellektuell wissen sie es, aber sie denken, es gibt sie für immer. Jetzt muss dir bewusst sein, dass du sterblich bist. Sterblich bedeutet, dass du eine begrenzte Menge an Zeit und Energie hast. Wenn du dir dessen immer bewusst bist, wie du deine Zeit und Energie organisierst, du entscheidest. Wenn du dir dessen bewusst bist, wenn du dich für ein übermenschliches Wesen hältst, wirst du nicht sterben. Andere Menschen werden sterben. Alles Gute. Es wird kommen. Du kannst dies auf dem Sterbebett feststellen und sterben. Schau. Die Leute denken vielleicht, das sei extrem. Aber du musst gehen und freiwillig in einem Hospiz oder auf einer Krankenhausstation arbeiten, wo Menschen sterben. Und du musst sehen. Das ist sehr wichtig. Es ist sehr, sehr wichtig. Nur dann wirst du sensibel für das Leben. Das Leben wird super wertvoll, weil du weißt, dass es eine begrenzte Zeitspanne ist. Wenn du dir das anschaust, leider haben heutzutage in der Welt über 80% der Menschen im letzten Moment, wenn er kommt, wenn sie sterben, sie haben keine Angst, sie haben keine Schmerzen, sie haben nichts anderes. Sie sind einfach nur fassungslos. Ein fassungsloser Blick kommt, weil sie ihr ganzes Leben lang nur ihre Gedanken und Emotionen lebten. Sie lebten nie ein Leben. Das ist wichtig, du musst verstehen. Es gibt eine psychologische Realität in deinem Kopf und es gibt eine existenzielle Realität, die das Leben ist. Die meisten Menschen verwechseln ihre psychologische Realität mit der existenziellen. Deine Gedanken und Gefühle sind bedeutender geworden als der Kosmos, nicht wahr? Hallo? Was du denkst, welchen Unsinn du denkst und fühlst, ist er wichtiger geworden als das Universum oder nicht? Das bedeutet, dass du deiner Schöpfung mehr Bedeutung verleihst als der größeren Schöpfung. Das bedeutet, dass du leiden musst. Wenn du nicht leidest, werde ich enttäuscht sein. Ja, das werde ich sein. Denn wenn deine Unwissenheit dich nicht leiden lässt, was dann? Was ist dann der Nutzen von mir? Weil es eine Menge braucht, um aus dieser Falle herauszukommen. Was ist der Nutzen, dass jemand danach strebt, aus der Falle der Unwissenheit herauszukommen? Wenn die Menschen wundervoll in ihrer Unwissenheit leben können, was bringt das? Was ist der Nutzen von Wissen? Was ist der Nutzen zu wissen? Was ist der Nutzen von Erleuchtung? Was ist der Nutzen von Selbsterkenntnis? Wenn die Menschen absolut glückselig in ihrer Unwissenheit leben können, was bringt das dann? Wenn du unwissend bist, musst du leiden. Und ich möchte, dass du weißt, dass das größte Übel zurzeit auf dem Planeten nicht das Böse ist. Es ist Unwissenheit. Mit großer Freude teilen wir mit, dass Inner Engineering Online in Kürze mit deutschen Untertiteln erhältlich sein wird. Um mehr über das Programm zu erfahren, registriere dich jetzt für das Gratis-Webinar. Du findest weitere Angaben im Link in der Videobeschreibung.